Es gibt nicht genug Treibstoff. Grotte der wandernden Toten. Das ist eine Zombie. Aha. Es gibt nicht genug Treibstoff. Los geht's. Nur kein Aufsehen. Das ist ein guter Ort zum Halten. Euer Wunsch Wir ist gehen. Mein Befehl. Schlachtet sie. Ja, die Zombies fallen halt einfach wirklich schneller, um, wie die höher, fliegen. Stärker! Ungeachtet aller Hindernisse. Wenn Los meine geht's. Bomben Los da geht's. Einfach mal reinpreschen. Aus dem Weg! Und wie gesagt, die hängen da oben einfach mal fest, die Arbeiter. Oh, Skelette und ein Bär. Es gibt nicht genug Treibstoff. Bereit zu töten. Juhu. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Plönk. Euer Wunsch ist mein Befehl. Schneller, schneller. Ich bin hier. Jagen! So, die paar Schweinchen. Still. Hier. Ist ja Wir gehen. Eigentlich schon es fast sind genug gemein. Kugeln für alle da. Die Hyäne und ich. So, das waren die Ruinen. Juhu. Und los geht's. So, und jetzt sind wir eigentlich wieder hier. Oh, da oben ist nochmal Gold. Bereit zu töten. Oh. Los geht's. So, der Panzer sagt mal hier. Vorwärts, vorwärts. Los geht's. Vorwärts, vorwärts. Schneller, schneller. So, ihr reitet mal zurück zur Stadt, damit ich euch wieder auffülle, bevor ihr woanders hinreitet. Ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen wir noch, um auf Stufe 14 abzugraden. Aha! Es gibt nicht genug Treibstoff! Los geht's! Still! Oh. Wir machen keine leichten Sachen! Es gibt nicht genug Treibstoff! Der zweite Teil des Artefakts. Ich weiß nicht, wie ich sie zusammenfügen soll. Wir müssen erneut zu den Goblins gehen, aber zuerst müssen wir den letzten Teil finden. Suchen wir die dritte Quelle. Es gibt nur noch eine Quelle in den Bergen und dort befindet sich eine Goblinstadt. Gorlot. Machen wir uns auf den Weg. Mhm. Ja, die Stadt wird uns zwar nicht richtig angezeigt, aber wir sollen uns nach Gorlot aufmachen. Hier! Aus dem Weg! Ja, und ich weiß immer noch nicht, was mit dem Ort hier ist. Vielleicht sobald ich, bevor ich die letzte Quelle dann hole, sollten wir noch mal runter marschieren. Ja. Los geht's! Dann schnappe ich mir mal die Speergoblins und schicke sie in diese Stadt. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wir speichern und laden wir einfach mal neu. Vielleicht hilft das ja. So.
Frag nach dem Knotenpunkt. Seltsam, dass die Orks ihr eigenes Land so schlecht kennen und nichts über den dritten Knotenpunkt wissen. Wir müssen uns an die Goblins wenden, die den Eisbergen leben. Seid gegrüßt, Ehrenwerter Goblin. Könnt ihr uns sagen, wo wir die magische Quelle finden können, die in diesen Bergen liegt? Für einen Freund der Goblins tun wir alles. Nur könntet ihr uns nicht erst ein wenig helfen. Eine laufende Aufgabe für einen Helden wie euch. Wie ich sehe, seid ihr schlaue Pferdehändler. Kommt, erzählt, was ihr benötigt. Ich werde euch die Position der magischen Quelle auf der Karte zeigen, aber ich warne euch noch einmal. Dort ist es sehr gefährlich. Okay. Ja. Das ist da drüben, das war klar. Gut. Die haben viel Geld, also können sie auch was rausrücken. Ja, damit sind sie Stufe 2. Euer Wunsch ist mein Befehl. So, und dann schicke ich alles nochmal runter. Weil hier oben können wir dann nachher richtig aufräumen. Bereit zu töten. Alles mal hierher. Mal gucken, tut sich hier drüben an der Mühle jetzt was? Weil eigentlich sind uns die ja freundlich gesonnen, aber nee, die Bauern hängen da auch immer noch fest. Deswegen will ich mal speichern und neu laden. Vielleicht resettet das ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Bauern hier oben, die ineinander laufen. Und vielleicht auch die Gegner in der Höhle. Weil es ist ja nicht weit von dort bis dort. Es gibt nicht genug Treibstoff! Und ja, ich finde schön, was für eine kleine ansehnliche Armee ich hier habe. Auch wenn ich 3 über meinem Limit bin. Da kommt die Armee. Ich weiß gerade nicht mal, wie hoch man überhaupt Führerschaft, ob 15 das Maximum ist. Oder, nee, 20 wäre ein bisschen Overkill, wenn man sich überlegt, wie viel das jetzt schon kostet. Wobei, ich sollte warten, bis all meine Truppen stehen, wo sie hingehören. Und nicht Pause drücken zwischendurch. So. Speichern, neu laden. So, gucken wir erstmal. Also ja, das hat uns die Pfeile, aber gucken wir erstmal hier oben hin. Zur Mühle. Ah, die ist hier oben. Aber nein, die laufen immer noch ineinander. Euer Wunsch ist mein Befehl. Aus dem Weg! Aber vielleicht konnte ich diese blöde Höhle hier resetten. Aus dem Weg! Also, ich sehe Truppen, die nach mehr als 2 Squads aussehen. Los geht's! Ja, das sind 3 Squads. Hier! Schneller! Höher! Stärker! Und ich habe einen Goblin verloren. Und ich habe noch einen Schützen verloren. Ach, auch gut.
So. Jawohl, ungeachtet aller Hindernisse. Ungeachtet aller Hindernisse. Schneller, höher, stärker. Wir gehen. Schneller, höher, stärker. Es gibt nicht genug Treibstoff. Hier. So. Schneller, höher, stärker. Haben meine Schützen irgendetwas? Das Ding. Es sind genug Kugeln für alle da. Er könnte die Zauberteile des Zepters ausrüsten. Antiker Zauberstab, Klaue des Zauberers, Goldring mit Stacheln, Teil des Artefakts, ja. Aber ja, gut, dass das wenigstens noch geklappt hat. Wohin gehen? Aber die Goblins da oben stehen immer noch doof in der Gegend rum. Ganz ehrlich, ich sollte mal die Anzahl der Schützen auf 1 runterfallen. Dann disbande ich sie. Weil das hat dann keinen Sinn mehr, den einen einzelnen Schützen aufzuheben. Wohin gehen? Sie halten ja auch ehrlich nichts aus. Und ich habe halt auch nirgendwo die Möglichkeit, sie aufzufüllen. Das Ding hier ist bereits zerstört. Gut. Hier ist eine Goldmine und ein Spawn. Ja, hier ist kein Spawn mehr. Also ein Spawn ist hier. Hier ist noch ein Spawn. Hier hinten. Ja, das könnte reichen für noch ein Level. Oh, hier ist noch ein Schreckensmal. Ja, das reicht dann auf jeden Fall. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort. Euer Wunsch ist mein Befehl. Ah ja, es ist auf jeden Fall gut, dass wir keine Geldprobleme mehr haben. Es ist halt ein bisschen trist, muss man sagen. Oh, nächste Stufe für die Stadt. Es ist halt ein bisschen trist, muss man zugeben, dass unsere Hauptfeinde fast nur noch Untote sind. Also gut, es waren von Anfang an immer wieder Untote. Bereit zu töten. Aber jetzt sind es ja eigentlich fast nur noch riesige untote Armeen. Die wir bekämpfen. Energiehöhle. Das ist auch was Neues. Schneller. So, prügelt den Bären. Gebt euch Erfahrungspunkte. So. Schneller! Bis ihr nämlich den Bären geprügelt habt, sind meine letzten Goblins auch noch da. Also ja, die Energie, die Phantomkrieger hier, die geben schon mal einen schneller, höher, guten stärker. Batzen Erfahrungspunkte für uns.